Einen wunderschönen und herzlich willkommen bei Hamburg und seine Hunde. Ja, wie ihr wisst, geht bei Hamburg und seine Hunde alles um das Thema Hund. Und diesmal speziell um das Thema, hallo, hier bin ich, wie erkläre ich meinem Hund die Welt? Dies bin ich einmal nachgegangen, als ich mit der Schauspielerin Donna Chloé und ihrem Hund Ares, einen einjährigen Labrador, spazieren war. Und dann habe ich hier natürlich noch einen Studiogast, Beate Kleinberg von der Hundeschule Krummer Hund. Herzlich willkommen, Frau Kleinberg. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, Sie sind mir sehr ins Auge gefallen, als ich auf der Suche nach jemandem war, mit dem ich das Thema diskutieren kann, weil Sie haben gesagt, Erziehung und Beziehung stehen in einer Einheit. Und warum Sie der Meinung sind, würde ich gerne in unserem Gespräch verfolgen bzw. mal nachfragen. Aber vorab so, hurra, ein Hund kommt in die Familie. Ne? Das ist ja, glaube ich, gerade mit Kleinkindern ist das der große Wunsch. Aber ein Hund ist nicht einfach so zu kaufen wie eine Tasche, sage ich jetzt einfach mal. Da gibt es viele Sachen, die zu beachten sind. Unter anderem, was soll es für ein Hund sein? Rassehund, Mischlingshund, gibt es Vor- und Nachteile? Ja, es gibt Vor- und Nachteile, aber es ist immer individuell unterschiedlich. Also je nachdem, welcher Hundehalter jetzt einen Hund sucht. Sie sagten das gerade schon, Familien mit Kindern, da gibt es sicherlich andere Maßgaben für den zukünftigen Hund, als wenn jetzt ein alleinstehender Mensch einen Hund möchte. Dann ist es auch abhängig vom Alter, vom Trainingsstand auch des Menschen, nicht nur des Hundes. Welche Rolle soll der Hund erfüllen? Und insofern sollte man da eher nach dem Charakter, nach dem wahrscheinlichen Charakter, bestimmten Rassemerkmalen auch Ausschau halten. Und die Optik sollte eigentlich dann erst nachrangig kommen. Das ist so, ganz oft steht die Optik vorne. Nach dem Motto, der Weimaraner ist so ein schöner Hund. Oder ist gerade ein Trendhund, ne? Was oder man ist auch immer ein Trendhund, ganz genau. Und da sollte man sich über die Rasse wirklich informieren, um dann auch den für sich richtigen Hund zu finden, denn man möchte mit ihm ja glücklich werden. Ja, bei Mischlingshunden ist das ja natürlich schwierig. Also sind ja mindestens zwei Rassen drin. Wenn sie aus dem Ausland kommen, weiß man gar nicht so, was da drin steckt. Da ist ja doch irgendwie die Optik eher gefragt, ne? Also weil man sich übers Internet entscheidet. So. Wenn wir jetzt aber einen typischen Mischlingshund haben, jetzt werden ja auch Rassen, sage ich mal, es war mal Mischlingshund, mittlerweile Rassen, wie Mia ist ein Pagel, Mops Beagle-Mischling. Man sagt auch schon eine Rasse dazu, bloß noch nicht anerkannt. Mhm. Wie prägt sich denn da so der Charakter bei einem Mischling aus? Kann man das auch so sagen, 50-50 oder ist es, ja? Also man kann sowohl bei reinrassigen Hunden als auch bei Mischlingen nie den Charakter vorhersagen. Mhm. Also selbst wenn Sie einen reinrassigen Jagdhund haben, die in der Regel jagdlich veranlagt sind. Da kann es trotzdem immer wieder vorkommen, dass einer oder zwei aus dem Wurf überhaupt nicht jagdlich interessiert sind. Das ist immer davon abhängig, welcher Teil der Genetik jetzt voransteht. Mhm. Und so ist es beim Mischlingshund auch. Natürlich ist es schon so, wenn Sie eine bestimmte Rasse haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er bestimmte Verhaltensweisen zeigen wird. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, ein spanischer Pudenco ist ein Jagdhund, sehr sportlich, sehr lauffreudig, hat aber in der Regel einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb. Viele Leute holen sich die aus dem Ausland, entweder übers Internet oder auch aus Tierheimen, Tierschutzorganisationen, was es da so gibt, und sind dann erstaunt, dass diese Hunde immer noch dieses Verhalten haben. Mhm. Und da sind natürlich Konflikte dann auch vorprogrammiert. Deswegen ganz wichtig, dass man sich vorher erkundigt, was ungefähr ist drin, das ist ja beim Mischlingshund oftmals gar nicht so klar. Ja. Und mit welchen Verhaltensweisen muss man grundsätzlich rechnen? Und dann der Rest kommt, wenn man den Hund kennenlernt. Also Hunde sind wie Menschen auch Individuen. Und ja. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich vorab über Hunde informiert. Das heißt, sich ein Buch bestellt, im Internet ein bisschen surft, vielleicht auch immer vielleicht auf die Straße oder sage ich mal auf eine Hundewiese geht, mal irgendwelche Hundebesitzer fragt, du, der gefällt mir, was ist das, so eine Rasse? Und also das legen Sie schon sehr nah ans Herz, wenn es ein Hund sein soll, bitte ausführlich informieren? Ja, unbedingt. Also und wenn, dann auch gerne nicht nur ein Hundehalter, weil das ist vielleicht dann ausgerechnet der den aus dem Wurf erwischt hat, der jetzt kein Jagdverhalten hat, sondern tatsächlich auch mal was lesen drüber.
Internet ist immer so ein bisschen fragwürdig. Da hat man ganz viele Informationen. Nicht alle davon sind gut. Aber es gibt zu fast jeder Hunderasse gibt es Bücher. Und wenn man eine Idee davon hat, was ungefähr drinsteckt, dann kann man auch eine ungefähre Idee davon haben, was für ein Temperamentspaket man sich da ins Haus holt oder eben nicht. Das wird wahrscheinlich auch viel oder einer der Gründe sein, warum Hunde doch dann auf einmal im Tierheim landen, ne? Weil man sich nicht vorab ausgiebig informiert hat. Ne? Ja, das ist ganz oft der Fall. Und erstaunlicherweise sind Menschen geneigt, wirklich über die Optik zu gehen. Und wenn man sie dann informiert, also ich habe viel im Tierheim Süderstraße auch gemacht, die informieren auch umfassend darüber, wenn man dort einen Hund abholt, womit hat der Halter zu rechnen. Und trotzdem erlebe ich das selber oft, dass Menschen erstaunt sind über die Eigenheiten, die der Hund an den Tag legt, weil vielleicht sowas da steht wie, ach naja, bei mir wird es schon gut gehen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn der Hund Verhalten an den Tag legt, was erstmal nicht so zu Begeisterungsstürmen bei dem Halter führt, dann kann man sich auch Hilfe holen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man möglichst zeitnah dann auch losgeht und sich informiert, wo kriege ich Hilfe, wie kriege ich das besser hin, damit alle dann wirklich in ein harmonisches Leben kommen. Das wird dann später nochmal ein Thema sein. Das sind natürlich Hundeschulen, die Sie sehr ans Herz legen. Ich bin ja auch stolze Hundemami. Ne? 6 Jahre ist meine Kleine schon alt, Mia, und sie ist mein erster Hund. Mhm. Und ich habe eine Freundin, die auch gesagt hat, komm, ältere Hunde aus dem Tierheim brauchen die auch ein Zuhause, neues Zuhause. So. Ich war im Tierheim, ich habe, glaube ich, alles genommen, was man so nehmen kann, um einen Hund zu erwerben. Ich habe das Tierheim, ich habe aber auch im Internet geschaut, im Ausland so. Ich bin schließlich übers Internet zu einem Züchter gekommen. Und welcher ist denn der bessere Weg, einen Hund sich zu holen? Oder kann man das gar nicht so speziell sagen? Also ich finde Internet generell schwierig, weil man im Internet tatsächlich nur einmal die Optik hat und die Beschreibung einer dritten Person, die oftmals nicht sehr detailliert ist. Manchmal schon, je nachdem, wie lange die Hunde in dieser Station sind oder manchmal auch in Pflegestellen, dann gibt es schon mal eine Beschreibung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade Hunde aus dem Ausland eben eine Vergangenheit haben. Die haben vieles erlebt, oftmals keine schönen Dinge. Und in der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel bedeutet so ein Hund mehr Arbeit, mehr Engagement vom Halter. Das sollte gut überlegt werden. Natürlich ist dieses Bedürfnis da, ich will einen Hund retten. Und das finde ich auch gut. Nichtsdestotrotz sollte am Ende wirklich Harmonie da sein für beide. Und insofern ist ein Hund aus dem Ausland eigentlich eine größere Aufgabe als ein Hund, der hier in der Stadt groß geworden ist, der Verkehr kennt, der einen Haushalt kennt, Haushaltsgeräusche, solche Dinge halt, als einer, dessen Vergangenheit man überhaupt nicht kennt. Ja, und dann finde ich die Suche im Internet eben nicht so günstig, dann finde ich es schon besser, wenn man dann einen Hund aus dem Tierschutz haben möchte, dass man in die Tierheime geht. Die haben da wirklich tolle Hunde, die kennen die oft über einen längeren Zeitraum. Ganz oft gibt es eben auch Informationen des vorherigen Halters darüber. Und ich kenne viele Leute, die damit super Erfahrungen gemacht haben. Also für mich wäre die Wahl entweder ein Hund aus dem Tierheim oder ein Hund vom Züchter. Oder von jemandem, den ich kenne. Vielleicht einen, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. So. Ja, so Vitamin B, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja, nehme ich ja auch immer ganz gerne wahr. Genau. Ne? Also nicht nur bei Hundeerziehung oder sonst was. Gerade als ich noch frische Hundemama war, habe ich mich gerade mit jenen unterhalten, ne? Um irgendwie so Erfahrung zu machen, statt die aus den Büchern zu holen. Ja. Daher, da hatten Sie eben kurz schon das Thema Erziehung angesprochen. Ist es denn einfacher, einen Welpen zu erziehen, als einen Hund, der aus zweiter Hand kommt? Das kann man pauschal auch nicht sagen. Grundsätzlich macht ein Welpe erstmal sehr viel Arbeit. Aber der hat natürlich auch den Bonus, dass er sehr, sehr süß ist. Und insofern ist man dann auch da eher in der Lage, mal über das eine oder andere hinwegzuschauen. Aber man muss sich klar machen, ein Welpe macht deutlich mehr Arbeit, als wenn ich einen Hund habe, der jetzt nicht eine schlimme Vergangenheit hat, der aber aus zweiter Hand kommt. Zweiter Hand heißt nicht, dass der Hund unbedingt traumatisiert ist. Das kann zum Beispiel auch von einem älteren Menschen sein, der ins Pflegeheim gekommen ist und den Hund nicht mitnehmen konnte, der aber keine schreckliche Vergangenheit hat, der Stubenreinheit schon kennt und sowas. Da kann es durchaus leichter sein, so einen Hund zu nehmen. Das ist auch wieder individuell unterschiedlich, je nachdem, was der Hund schon so im Gepäck hat quasi. Also kann man Hunde auch erziehen, die schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel haben? Aber natürlich.
also jederzeit. Ein Hund lernt, wie ein Mensch auch immer, bis zu seinem letzten Atemzug. Und auch ältere Hunde sind oftmals sehr, sehr dankbar über die neue Beschäftigung, weil Lernen und Training ist für Hunde auch Beschäftigung. Und die, also ich habe noch keinen Hund gesehen, der nicht gerne lernt. Und das ist auch in fortgeschrittenem Alter möglich. Also da auch, wie bei uns Menschen ja auch. Ja, ne? Wir lernen natürlich. Ja auch noch gern im werdenden Alter, um das Gehirn anzustrengen. Ich wette mit Ihnen, Sie haben bestimmt ganz oft welche, die mit ihren Welpen kommen, sagen, hier, ich habe einen Welpe, wir müssen mal zusammen trainieren und so. Und von irgendwelchen Vorfällen dann erzählt und sagt so, ich verstehe das gar nicht, mein Hund ist ein Welpe, er hat auch Welpenschutz. Ist das ein Irrtum, Welpenschutz? Ja, oder? Das ist leider ein Irrtum. Also diesen Welpenschutz, den wir mal alle irgendwann anno dunnemals gelernt haben, den gibt es tatsächlich nicht. Was Welpen ganz oft haben, ist eine gewisse, also die anderen Hunde haben eine gewisse höhere Toleranzschwelle zu Welpen. Die meisten. Aber ganz viele eben auch nicht. Die sind tierisch genervt von Welpen. Also den Welpenschutz gibt es nicht. Und bei Welpen ist halt die Schwierigkeit, dass die Kommunikation unter Hunden noch nicht vollständig beherrschen. Deshalb erstens selber manchmal Dinge fehlinterpretieren oder sich selbst nicht eindeutig verhalten. Und da kommt es dann zu Konflikten. Und da ist wahrscheinlich auch das Ende der Leine dann entscheiden, ne? Wie der Besitzer dann mit diesem Konflikt dann halt umgeht. Ne? Ja, also das Ende der Leine sollte eigentlich den Hund schon gut im Blick haben und mit ihm umgehen, bevor ein Konflikt entsteht. Und wenn man gelernt hat, auch die Körpersprache des Hundes zu lesen, auch die des anderen Hundes und auch vielleicht die des anderen Halters, denn da kommen ja zwei Halter aufeinander mit zwei Hunden, wenn man das gelernt hat, dann ist man in der Regel auch in der Lage, adäquat zu reagieren und den Konflikt zu beseitigen, bevor er dann wirklich entsteht. Wenn ich mich jetzt entscheide, muss noch mal einen Sprung kurz zurück machen, wenn ich mich jetzt entscheide, ich will mir einen Hund holen, habe aber schon zu Hause einen Hund oder eine Katze, sind eigentlich auch, das ist jetzt eine persönliche Neugierfrage, sind Tiere untereinander auch eifersüchtig? Muss man da auch auf was achten? Eifersucht in dem Sinne, wie wir Menschen Eifersucht definieren, eher nicht. Es geht da ganz oft um sowas wie Rangfolge, um den Status, den der jeweilige hat. Grundsätzlich muss man sich erstmal vorstellen, dass der Hund oder die Katze, die bereits im Haus sind, diese Situation lieben. Die haben ihren bestimmten Status, der ist fest, da müssen sie nicht dran rumschrauben, alles ist safe. Und plötzlich kommt ein neues Lebewesen, ob es jetzt ein Hund oder eine Katze ist, ist dabei nicht relevant. Und auf einmal verändert sich dieses ganze Gefüge. Und das ist erstmal Stress. Das ist Stress für alle, die in diesem Haushalt leben. Speziell natürlich auch für das Tier, was zuerst da war. Da muss dann eine Rangfolge geklärt werden. Das führt oft zu Konflikten. Gibt aber auch bestimmte Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann von vornherein. Wenn man weiß, aha, das und das kann ich erwarten, dann gehe ich so und so damit um. Aber erstmal ist ein neues Lebewesen, auch ein Kind zum Beispiel, wenn das neu in die Familie kommt, erstmal durchbricht es den gewohnten Rahmen und man muss die Regeln neu definieren sozusagen. Genau, es gibt ja, ich habe nämlich Urlaub genommen, als ich mir einen Hund geholt habe. Und manchen sagen, ach, das kriegen wir alles so hin, kommt gleich überall mit. Ich fand es persönlich sehr wichtig. Wie sehen Sie das? Kommen Kunden schon im Vorfeld zu Ihnen, bevor sie sich einen Hund holen? Ja, manchmal habe ich das. Dann bin ich sehr dankbar, wenn die vorher kommen. Da geht es dann nicht nur um Rasseberatung, also welcher Hund passt zu Ihnen, sondern da geht es auch um so Fragen, welche Grundbedürfnisse hat ein Hund überhaupt und welche Bedürfnisse haben die Menschen und wie kriegen die das beide auf die Reihe. Und grundsätzlich muss man einfach wissen, ein Hund ist ein Gruppenwesen und der braucht die Gesellschaft von anderen und in diesem Fall von seinen Anführern, sage ich jetzt mal, oder Leadern oder Chefs, welchen Begriff auch immer sie mögen, welcher ihnen da einfällt, um sich gut zu fühlen. Und die erste Voraussetzung, die man haben sollte, wenn man sich einen Hund anschafft, ist, man sollte Zeit für den haben. Und ich erlebe leider oft Menschen, die sich einen Hund anschaffen und die tatsächlich glauben, sie gehen 8 Stunden am Tag arbeiten, plus Anfahrt und Abfahrt sind es dann 9. Und es reicht, wenn sie mittags nach Hause kommen und mit dem Hund eine Viertelstunde rausgehen. Und da kann ich ganz klar sagen, das geht nicht. Das ist tatsächlich eine Quälerei für den Hund. Und solche Leute sollten wirklich nach meiner Auffassung keinen Hund haben. Ausnahme, sie haben das vorher geklärt, haben zum Beispiel einen guten Hundesitter, wo der Hund ausgelastet ist, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wenn das vorher geregelt ist, dann kann man sagen, okay. Aber ansonsten sollte ein Hund möglichst nicht mehr als 4 Stunden
maximal 5 Stunden am Tag alleine sein. Das ist ganz wichtig. Ich war ja die Woche auch noch mal mit der Schauspielerin Donna Chloé Gassi. Sie hat jetzt ihr zweiter Hund, einjähriger Labrador Ares. Mhm. Und sie hat sich auch dafür entschieden, einen Hund wieder zu haben, weil sie ihn einfach mit in ihren Alltag einbinden kann. Und wie dieser Alltag von Donna und Ares aussieht, das seht ihr jetzt. Hallo ihr zwei. Hallöchen. Na, hallo Na. Dana. Und wer bist du? Das ist Ares. Ares ist dein erster Hund? Ares ist mein erster Hund, ja. Ja? Mein erster eigener auf jeden Fall. Das heißt, du bist mit Hunden groß geworden. Genau, wir hatten damals schon einen kleinen Hund, einen Mischling. Ja. Mit dem bin ich groß geworden. Da habe ich die Erziehung aber nicht so übernommen. Und das heißt, das steigt jetzt richtig ein. Wie alt ist Ares? Ares ist jetzt 1 Jahr alt. 1 Jahr alt. Das heißt, du hast auch Hundeschule besucht? Genau, ich habe die Hundeschule besucht ab der 11. Woche. Da war er 11 Wochen alt. Mhm. Genau, von Welpenschule über Junghundeschule. Genau. Und dann sind wir rausgeflogen, nenne ich das immer, weil wir dann fertig waren. Und habt ihr die Gehorsamkeitsprüfung absolviert schon? Nein, die haben wir noch nicht absolviert, weil zu dem Zeitpunkt ein bisschen was anstand bei mir. Und dadurch habe ich die Zeit dann nicht gefunden. Ich wollte da dann ganze Aufmerksamkeit reinstecken und das wäre in dem Fall da nicht möglich gewesen. Ich will die aber nachholen. Jedoch ist er gerade so extrem in der Pubertät, beziehungsweise kommt die, ja, dass wir die, glaube ich, gerade nicht bestehen würden. Das heißt Pubertät in dem Sinne, wie macht sie dich bemerkbar? Naja, wie ein kleines Kind, ne? Er hört mich. Und er weiß auch, was er darf und was er nicht darf. Aber es ist gerade alles wichtiger, was er so vorhat. Ne? Also er kommt nicht sofort, wenn ich ihn rufe. Oder er läuft einfach mal über die Straße, wenn er einen anderen Hund sieht. Oder verlässt komplett den Radius, den wir trainiert haben, indem er sich frei bewegen kann ohne Leine. Solche Sachen. Das heißt, du hast dich wirklich, wie du ja eben schon gesagt hast, bewusst für einen Labrador entschieden, weil du nämlich an gerne joggen gehst, liegt ja natürlich mit Hamburg sehr nah. Ja, das stimmt. Oder war euer erster Hund auch ein Labrador? Oder wie kam es? Unser erster Hund war ein Mischling aus einem Jack Russell und Yorkshire Terrier, wurde vermutet. Auch sehr ausgeprägten Jagdinstinkt, aber das sind weniger so die Hunde, die ich mir vorgestellt habe. Ich habe einen Labrador genommen, weil das ein guter Anfängerhund sein soll. Mhm. Was ich irgendwie bestätigen kann, weil die lernen super schnell, die sind super treu, familienfreundlich und ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss ja sagen, Ares hat ja eine Traumfigur. Wie fütterst du ihn? Ares hat eine Traumfigur? Ja. Ja, Ares ist sehr schlank für einen Labrador. Es ist eine Arbeitslinie, es gibt ja die Arbeitslinie und die Showlinie. Und er ist die Arbeitslinie, also die tatsächlich jagen gehen und er ist von klein auf an mit Frischfleisch gefüttert worden und ich habe das dann, als ich ihn bekommen habe, mit anderem Futter auch ausprobiert. Das verträgt er aber nicht so gut und dann bin ich wieder aufs Barfen zurückgegangen. Mhm. Du hast erzählt, du konntest dich aus der Hundeschule nicht trennen, weil du immer gedacht hast, so, kannst du dir mal vorstellen, irgendwie mit ihm Agility oder was anderes zu machen, so Hundesport oder Doggy-Dance? Ja, wir sind tatsächlich aufgrund der, ich gebe immer der Pubertät die Schuld. Ich glaube, dass er gerade was für seinen Kopf braucht, weil er weiß ganz genau, was er darf, was nicht. Habe ich ein Leckerli in der Hand, funktioniert er sofort. Ich halte ihn tatsächlich für etwas intelligenter und glaube deshalb, dass er einfach was für den Kopf braucht. Und ich habe überlegt zu trailen. Dann erzähl mal kurz für Zuschauer, die nicht wissen, was Trailen ist. Trailen ist sowas wie Personen suchen. Kurz gesagt, wenn Ares und ich uns mal verlieren sollten, dass er dem Geruch folgt oder meinem Geruch folgt und mich somit wiederfindet. Mhm. Und in dem Training ist es so, dass ich halt eine Wurst oder so halte und er diesen Geruch bekommt von der Wurst und eben halt den dann kombiniert mit mir. Mhm. Er wird dann festgehalten, ich gehe dann ein paar Meter vor und verstecke mich irgendwo und dann kriegt er das Kommando Such und dann folgt er dem Geruch eben halt und im besten Fall findet er mich dann. Das wird dann halt trainiert. Für den Fall, dass wir uns mal verlieren, er ist angenommen mal weg oder wir sind auch viel am Strand, am Elbstrand und er ist da mal weg, dass ich ihn so weit schule, dass er den Weg
im besten Fall nach Hause finden würde. Dass man kann dann einen Treffpunkt abmachen, das trainiert man dann auch. Ah, okay. Und dann könnte er diesen Treffpunkt eben halt aufsuchen und dann würden wir uns dann finden. Würdest du Hamburg als hundefreundliche Stadt betiteln? Ich sag mal so, von den Ausgehmöglichkeiten auf jeden Fall. Also seit ich den Hund habe, weiß ich eigentlich erst, wie viele Grünflächen wir haben. Jedoch findest du überall irgendwie Hundeanleihen oder dann werden da Grünflächen irgendwie, hast du da irgendwie Baustellen und was extra für die Hunde geschaffen wird, finde ich es nicht ganz so freundlich. Was aber Hamburg hergibt, weil es Hamburg ist, finde ich es schon, ja. Bist du da auch so eine Vorzeige, sag ich mal, Hundebesitzerin, die wirklich Impfungen und so einhält? Also gehst du mit ihm auch regelmäßig zum Tierarzt? Also findest du das wichtig? Ja, also gegen Würmer und eben halt diese ganzen Seuchen, die sie sich da aufholen können, das mache ich schon. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, du hörst von überall, ich würde und ich empfehle dir das und so weiter. Ich mache so ein bisschen nach Gefühl. Also da er ja alles frisst, was er so findet, finde ich diese Wurmkuren schon ziemlich gut. Ja. Also klar, er ist geimpft und er ist gechippt und dieses ganze Basisprogramm, was sie so brauchen, ist da. Damit kommen wir im Moment ganz gut zurecht. Wenn du sagst, du hast klare Regeln so zu Hause nicht spielen, draußen so, gibt es auch klare Regeln am Tisch? Kriegt Aris was vom Tisch? Es gibt klare Regeln am Tisch. Aris darf nicht am Tisch sein, wenn wir essen. Weil eben halt aufgrund dessen, dass er so essensverrückt ist. Also es liegt ja tatsächlich daran, dass Labradore, Golden Retriever auch und ich glaube Beagle haben das auch. Die haben ja diesen Gendefekt, dass sie eben halt kein Sättigungsgefühl haben und fressen würden, bis sie tatsächlich irgendwie einen Durchbruch hätten. Aufgrund dessen trainiere ich, soweit es geht, alles ab, was irgendwie mit Betteln oder Penetrieren, wenn wir essen, ne, zu tun hat. Kannst du dir mal vorstellen, noch mehrere Runden dazu haben? Also ich habe ja immer gesagt, das ist doch schön für den Hund, wenn er noch einen Freund zu Hause hat. Ja. Ich bin gerade mit Aris so gut, bedient ist jetzt das falsche Wort, aber ich habe gut zu tun mit einem Hund und wir sind ganz viel draußen und er sieht ohne Ende Hunde und ich würde nicht sagen, dass er alleine lebt in dem Sinne. Ne? Mhm. Du hast deshalb eher nicht, also im Moment auf jeden Fall nicht. Perfekte Sonntag, wo ist eure Lieblingsstrecke hier in Hamburg? Die ist tatsächlich an der Elbe. An der Elbe? Ja, ich bin total gern an der Elbe. Also da vergehen dann auch ein paar Stunden und ich mache das dann auch nicht nur für den Hund, sondern es ist ja auch für mich schön oder für uns schön. Und er hat da Sand, er hat Wasser, er hat Kiesel, er hat Wald. Also das ist perfekt da. Jetzt waren wir heute Dana ja nicht an der Elbe, sondern an der Alster. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, es war eine sehr schöne Strecke. Also das hat mir auch super Spaß gemacht. Die beiden haben sich auch klasse verstanden. Ja. Und wir haben so einiges ja über dich erfahren, dass du dir ein Leben nicht mehr ohne Hund vorstellen kannst. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, lass dich nochmal drücken. Und wie gesagt, ich verfolge dich, gucken, wie es mit euch weitergeht. Ne? Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Genau, ne? Danke schön. Ich danke dir auch. Danke, tschüss. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder im Studio. Wie ihr seht, bekommen das Donna und Aris super hin, ihren Alltag gemeinsam zu bewältigen. Frau Kleinberg, jetzt sind wir beide wieder dran. Ich habe natürlich noch so viele Fragen, was alles in meinem Kopf rumschwirrt. Das ist wirklich, glaube ich, auch nicht jetzt hier in einer halben Stunde alles diskutiert. Ich glaube, da kommen später noch auch gerne Fragen rein von Zuschauern, die sie natürlich auch gerne wenden können, weil sie werden nochmal mein Gast sein. Mhm. Jetzt habe ich aber eine Frage. Hund ist da, alles gut. Kann ich ihn alleine erziehen oder muss ich dann eine Hundeschule aufsuchen? Sowohl als auch. Es hängt immer davon ab, wie viel Wissen habe ich, wie viel Erfahrung habe ich vielleicht schon. Wenn man sich dann unsicher ist, dann macht es schon Sinn, vielleicht mal eine Hundeschule aufzusuchen, mal zu gucken, was machen die, zu gucken auch, liegt mir das? Selber sollte ich so ein bisschen ein Ziel definieren, wo will ich mit meinem Hund hin, was soll der können? Und was soll der möglichst nicht machen? Die beiden Dinge stehen ja immer irgendwie da. Mhm. Und es gibt Leute, die schaffen es ganz alleine, sind aber nicht so viele. Und oftmals kommt man da
ab einem bestimmten Zeitpunkt an eine Grenze, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ein Problem, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Wünschenswert wäre, wenn die Leute eine Hundeschule aufsuchen, bevor sie ein Problem haben, weil ihnen dann wirklich gezeigt wird, wie geht's richtig, sodass ich gar kein Problem bekomme. Hm. Wenn das Problem schon da ist, naja, dann ist es da, dann wird damit gearbeitet, ist auch in Ordnung. Entscheidend ist, dass man wirklich eine Hundeschule findet, die erstens zu einem selber passt, aber auch die qualitativ gut ist. Hm. Und das kann man über verschiedene Wege rausfinden. Also ich will jetzt auch gar nicht immer so aufs Internet schimpfen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Mia kam in mein Leben und ich war natürlich neu, Neuland, was Tierarzt-Hundeschule angeht. Dann habe ich natürlich auch, ich sage mal, Mr. Google gefragt und geschaut, was da rausspuckt. Aber ich hatte sehr viel Glück gehabt mit meiner Hundeschule, muss ich sagen. Wie erkenne ich denn eine gute Hundeschule? Also Internet ist an der Stelle gar kein schlechter Rat, okay, tatsächlich. Wenn Sie zum Beispiel den Suchbegriff Hundeschule und dann Ihren Stadtteil, in dem Sie leben, eingeben, dann wird als erstes ausgewählt das, was Sie in der Nähe haben. Mhm. Dann bieten die sozialen Medien, Facebook, Instagram, was es nicht alles so gibt, auch ja immer die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Da würde ich durchaus empfehlen, sich die Bewertungen mal durchzulesen. Das ist eine Sache. Natürlich geht auch ganz viel über Empfehlungen. Sie treffen jemanden auf der Hundewiese und der Hund funktioniert gut, dann fragen Sie, ach Mensch, wie hast du denn das gemacht, welche Hundeschule, das ist ganz wichtig auch. Da sieht man schon mal ein bisschen was von dem Ergebnis. Und der andere Part ist, wenn ich jetzt mich übers Internet zum Beispiel informiere, dann sollte ich immer auch Wert darauf legen, dass die Hundeschule wirklich qualifiziert ist. Hm. Das ist leider nicht immer so. Und da gibt es einen einfachen Weg, das herauszufinden. Die guten Hundeschulen haben eine Zertifizierung nach § 11. Das ist eine bestimmte gesetzliche Vorgabe, die einen gewissen gesetzlichen Standard auch garantiert. Schön ist zum Beispiel auch eine Prüfung gemacht zu haben bei einem der großen Dachverbände. Das ist zum Beispiel der BHV, das ist der Berufsverband für Hundeerzieher und Verhaltensberater. Oder die Tierärztekammer, bei der man auch eine Prüfung ablegen kann. Mhm. Und die Hundeschulen geben diese Informationen auch auf ihrer Homepage preis, sodass man dann schon relative Sicherheit hat, es wirklich mit einem Profi zu tun zu haben und nicht mit einem selbsternannten Hundeflüsterer. Mhm. Und da gibt es ja dann auch leider einige von. Komme ich ja fast schon aufs Wortspiel, mhm, krummer Hund. Ne? Also nimmt es mir keiner krumm, wenn ich jetzt jemanden bei der Hundeschule frage, habt ihr dieses Zertifikat? Im Gegenteil, ne? Wenn er es nicht hat. Ob die, die es nicht haben, ihnen das nicht krumm nehmen, das kann ich nicht garantieren. Ja. Aber die, die es haben, die werden es ihnen nicht krumm nehmen. Denn, mhm, die Menschen haben dafür viel gearbeitet, viel gelernt und viel tun müssen, um dieses Zertifikat zu bekommen. Das kriegt man also nicht irgendwie, wenn man 30 Euro überweist. Man muss tatsächlich sehr viel Wissen belegen. Mhm. Die werden darüber sich freuen, wenn, mhm, sie das fragen. Also gibt es auch Hundeschulen, die halt kein Zertifikat haben, aber trotzdem gut ist? Also ja, ja. Aber dann lieber auf das Urteil von anderen Menschen verlassen, die Sie kennen. Hm. Der Gesetzgeber schreibt inzwischen dieses Zertifikat nach § 11 vor, okay, hält es aber nicht nach. Also er überprüft die Hundeschulen nicht, ob die das wirklich alle haben. Und insofern gibt es da einfach eine Differenz. Ich denke, da wird der Staat noch nacharbeiten, denn das ist noch relativ neu, dass es diese Verpflichtung zum § 11 gibt. Aber es wird halt noch nicht wirklich durchgesetzt. Hm. Insofern hat man jetzt gerade so einen Zwischenbereich. Oh, ich habe hier noch so verdammt viele Fragen. Das ist so Wahnsinn. Und habe gerade eine Ansage bekommen. Unsere Zeit ist leider rum schon, Frau Kleinberg. Ich glaube, den ersten kleinen Part an Fragen haben wir beantwortet. Aber es gibt ja noch so viel mehr, wie es zum Beispiel die Erziehung und so weiter und so fort, was ich gerne noch mal nach und nach mit Ihnen besprechen möchte. Und natürlich auch dann unsere Zuschauer bitte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne rum bzw. schickt sie uns. Und ja, wir werden sie dann in einem nächsten Talk dann hier zusammen beantworten. Das war es auch schon wieder von Hamburg und seine Hunde. Es war mir eine Freude, Frau Kleinberg heute hier gehabt zu haben und auch Donna Chloé und ihrem Hund Aris mit den beiden Gassi gegangen zu sein. Wer nächstes Mal bei mir Gast sein wird, da könnt ihr gespannt sein. Es wird eine, unter anderem eine Tierärztin sein. Und mit wem ich da Gassi gehe, das erfährt ihr dann direkt beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und ciao.